Ja, liebe Leser von hardharderheavy.de, ich bin hier heute in Hannover im Kapitol bei Halloween, zu Gast bei Sascha Gerstner. Ja, und der wollte euch mal ein paar Fragen beantworten und ich schaue einfach mal, was er so zu sagen hat. Sascha, hallo erstmal. Hallo. Schönen Dank, dass ihr Zeit genommen hast, uns ein paar Fragen zu beantworten. Und ihr seid jetzt schon mittlerweile auch ein paar Tage unterwegs. Magst du vielleicht einfach mal beschreiben, wie es bisher bei euch auf Tour war? Boah, spannend, aufregend, wie immer. Nee, war super angelaufen, wir haben im November angefangen, letztes Jahr, und boah, hatten kurze Unterbrechungen, weil Andi mal zwischendrin krank wurde. Und ja, es läuft eigentlich sehr, sehr gut. Eigentlich gibt's nicht. Es läuft sehr gut. Gute Tour, tolles Publikum und boah, sind sehr zufrieden. Die Hallen sind alle ausverkauft? Nö, aber macht doch nichts. Wie lange bist du jetzt schon dabei, Sascha? Das sind jetzt ziemlich genau, also ziemlich sehr genau auf den Monat, acht Jahre. Acht Jahre, das heißt, du gehörst auch schon mittlerweile ja zum alten Etablissement sozusagen. Boah, kann man so sagen. Ich merke das daran, dass ich damals noch frisch war und unverbraucht und heute morgens irgendwie, wenn ich aus dem Tourbus komme, erstmal das Gesicht hinschieben muss, weißt du? Jetzt so langsam komme ich ins Alter. Stimmt, auf dem Foto sahst du auch noch wesentlich geschminkter irgendwie aus. Boah, das sind halt Fotos, ne? Ich meine, Britney Spears sieht auch nicht so aus, wie sie auf den Fotos aussieht. Also das halte ich für ein Gerücht. Nee, ich glaube nicht, dass sie so aussieht wie auf den Bildern. Ja, wir hatten es angeschnitten. Der Andi, der war kurz krank, hatte eine Entzündung. Ist das jetzt alles wieder soweit fit oder quält er sich da schon noch ein bisschen mit? Nee, Andi ist fit. Andi ist topfit, würde ich sagen. Also das heißt, uns erwartet heute ein großartiger Abend. Naja, ich hoffe doch. Wie lange werdet ihr spielen? Ich glaube 90 Minuten, aber nagel mich nicht drauf fest. Ich zähle nicht mit irgendwie. Gehe auf die Bühne und gehe wieder runter. Hier, nee, aber ich glaube 90 Minuten müssen sein ungefähr. Als Special Guest habt ihr Stradivarius mit an Bord und auch noch Andys alte Gruppe Pink Cream 69. Und die begleiten euch auch die ganze Tour. Auch jetzt in Südamerika? Also Pink Cream begleitet uns nicht in Südamerika, aber Stradivarius fliegt mit uns um die Welt, ja. Kann man so sagen. Magst du vielleicht was zu eurer neuen Scheibe sagen? Die Are You Metal, das ist ja schon eine Scheibe, die Seven Sinners mit dem Titeltrack Are You Metal. Nochmal die Kurve gekriegt. Das war ein schon ganz schöner Knaller. Also was ich aus den Reihen der ganzen Halloween-Fans gehört habe. Also ich persönlich war auch sehr, sehr überrascht, weil ich verfolge Halloween schon, ja, seitdem ich im Endeffekt 14 bin und bin da auch ein alter, treuer Fan. Von daher macht es mich nochmal umso stolzer, auch heute hier sein zu dürfen. Wie würdest du eure neue Scheibe beschreiben? Ich weiß nicht, ich stecke zu tief drin. Also ich war zu tief daran beteiligt, das zu machen und so. Also für mich ist das eine logische Fortsetzung vom letzten Album von der Gambling und also vom letzten Metal-Album, muss ich sagen, das wir gemacht haben, von der Gambling. Und die gehen eigentlich immer sehr offen an alles ran, machen uns nicht zu viel Gedanken, wie muss was sein und wie muss was werden. Ich würde sagen, Seven Sinners steht für das, wofür Halloween gerade steht, 2010, 2011. So, das ist unser Line-Up, das ist so die Mucke, auf die wir Bock haben. Und das wird da ganz gut reproduziert. So. Seid ihr alle am Composing beteiligt oder sind das immer wieder die gleichen Leute, die letztendlich auch die Lieder schreiben? Du hast denn immer die gleichen Leute? Es ist immer Andi, Waiki, Markus und ich. Also fast alle. Also bis auf Dani. Dani ist halt so sehr mit Schlagzeug spielen eingebunden. Die Musik verlangt viel von ihm ab. Das ist schon sehr sportives Drumming. Und darauf konzentriert er sich voll und der Rest der Leute komponiert, ja, auf jeden Fall. Was macht ihr jetzt auf so einer langen Tour? Ist das dann wirklich nur chillen? Ist das sich die Welt angucken? Oder sind da schon wieder die nächsten Ideen im Gepäck? Teils. Also jeder macht, was er will. Das ist schon mal ganz cool. Weil das ist natürlich in der Registration, die wir so haben. Also klar müssen wir auf die Bühne gehen irgendwann pünktlich und so. Und ansonsten macht jeder, was er will. Also ich bin eher so der Sightseeing-Typ. Ich schaue mir schon ein bisschen gerne die Welt an und gehe ein bisschen raus, mache ein paar Fotos und
Jeder macht was anderes. Also, und klar, wenn eine Songidee kommt, dann nimmt man es schnell auf, hält es fest. Und jetzt zwischendrin werden wir auf jeden Fall wieder ein bisschen weitermachen mit Songs. Also, dass wir wieder ein Album machen können. Erkennen dich die Leute auf der Straße oder sagen die auch, was ist das da für ein langhaariger Bombenleger? Nee, also bei mir persönlich, ich weiß nicht, wie es bei den anderen ist, bei mir persönlich ist es so, dass sie meinen, mich zu kennen, aber nicht unbedingt von Halloween. Also es ist immer komisch irgendwie. Die Leute kommen immer und sagen, ich habe dich schon mal auf MTV gesehen und ich weiß genau, das kann nicht sein, weil MTV uns nicht spielt. Nee, aber es gibt immer wieder mal Leute, die denken, man macht irgendwas Künstlerisches wohl oder so, aber jetzt direkt mit Halloween im Zusammenhang nicht. Also nicht in Deutschland, muss ich sagen. Im Ausland passiert es dann schon mal hier und da, aber sehr rar. Also Metal ist einfach Underground und das ist Fakt. Es sind leider immer noch, also wie ich feststellen kann, immer noch zu wenig Hörer eigentlich. Also es ist wirklich, wie du sagst, Underground. Viele Bands, so wie ihr, wie Halloween, ihr habt es geschafft, aber andere, die sind wirklich noch am Krebsen. Ich glaube, dass alle im Moment ziemlich am Krebsen sind, egal in welcher Musikrichtung. Es gibt Unmengen von Künstlern, Unmengen von Bands. Jeder will ein Musiker sein, jeder will irgendwie eine geile Band machen oder so. Und es ist halt schwer geworden. Also klar, es gibt das Internet, dadurch hat man so ein Medienportal, das ein bisschen hilft, zumindest da zu sein. Aber es ist wahnsinnig schwer geworden, sich zu vermarkten. Es ist wahnsinnig schwer, Touren zu kriegen und so. Also es ist klar für uns, wir sind eine feste Größe, wir können das machen, aber für viele ist es wahnsinnig schwer natürlich. Es ist nicht so leicht. Also mit anderen Worten, es heißt trotzdem, man darf nicht schlafen. Man darf muss immer schlafen. Wieder voll Gas geben. Und ist egal, was für eine Musikrichtung. Also wenn du jetzt Bock hast, Popmucke zu machen, dann musst du trotzdem einfach auch die richtigen Leute kennen und musst trotzdem auch viel touren, viel spielen, viel live spielen, dir eine Fangemeinde aufbauen und das ist das A und O. Wie bist du zur Musik gekommen? Was hat dich da inspiriert? Also grundsätzlich war für mich Musik oder damals Gitarre spielen war für mich so eine Art Therapie, so eine Art Selbsttherapie. Also Musik machen hat mich meine Jugend sehr beruhigt, also in so eine Traumwelt gezogen, auf die ich immer Bock hatte. Und das war für mich immer klar, dass ich das machen will. Also es war immer die logische das, was ich jetzt mache, ist die logische Konsequenz dessen, was ich damals an Energie reingesteckt habe. Also es gab für mich rundum nichts anderes. Klar, ich bin auch auf die Schule gegangen und habe das Nötigste immer so gemacht, aber das war für mich das Hauptaugenmerk. Wie kommt man denn zu so einer Band wie Halloween? Bewirbt man sich da, schickt man seine Bewerbung dahin? Nee. Ein Tape oder war das also kann sein, Propaganda? Kann sein, dass das für Leute so läuft. Meine persönliche Erfahrung ist, dass in jedem Geschäft alles anders läuft, als die Leute denken. Also wenn du dir denkst, der Rockstar ist reich, dann ist es wahrscheinlich genau das Gegenteil. Aber wenn du denkst, die haben eh keinen Erfolg, dann ist es wahrscheinlich exakt das Gegenteil. Und so ist es mit allem irgendwie. Das ist meine persönliche Erfahrung. Es ist immer genau anders, als die Leute denken. In meinem Fall war es so, dass ich weder wusste, dass sie einen Gitarristen suchen, noch habe ich mich beworben, sondern ich habe irgendwann einen Anruf bekommen und dann hieß es so, hast du Bock? Im Prinzip hättest du, würde ich das interessieren und dann, das war Charlie damals, Charlie Bauerfein, unser Produzent, und dann würde ich Valky irgendwann mal die nächsten Tage oder so anrufen. Der hat mich dann schon 30 Minuten später angerufen und so. Und dann haben wir ewig gesappelt, irgendwie, nur telefoniert und dann haben wir uns getroffen, waren eigentlich nur zusammen rumgehangen und ja, ich musste da nie irgendwie im Proberaum und vorspielen oder so, sondern das war schon klar, ich war vorher bei Freedom Call, die wussten ungefähr, aus welcher Ecke ich komme und was möglich ist und was nicht und darum ging es gar nicht mehr. Also in dem Bereich geht es eher darum, dass man sich gut versteht. Das ist das Wichtigste, weil wenn du so lange auf Tour gehst, dann musst du echt gut klarkommen und ich sehe das so ein bisschen wie früher im Sandkasten, ja? Wenn einer ein Arschloch ist, das ist egal, ob er geile Sandburgen bauen kann, aber dann will keiner mit dem spielen, weißt du? Ja, stimmt, das ist richtig. Und so ist es da eben auch. Und demnach, die haben mir eine Menge Scheiß durchgemacht und so bin ich da reingekommen. Jetzt werden einige der Hörer auch wissen, woher sie dich kennen. Ja, von Freedom Call. Ja, die sind ja im Moment auch ganz recht erfolgreich unterwegs mit ihrem. Ich hab keine Ahnung, ich krieg mein Album. Ja. Da sind auch gar keine Kontakte mehr. Oder? Also ich hab Daniel noch ein paar Mal getroffen, aber ich glaube, der spielt jetzt gar nicht mehr da.
Daniel Zimmermann, den habe ich noch ein paar Mal getroffen. Und klar, wir waren ja mit Gamma Ray auf Tour. Ja. Und ansonsten habe ich da keinen Kontakt mehr. Also ich kriege auch nicht mit, was die jetzt so mache. Aber ich weiß, dass es die noch gibt. Es ist schön, es ist schön. Ja, es ist auch nicht leicht heutzutage. Das, ich finde es cool. Kommst du denn auch da unten aus dem Süden? Weil, ursprünglich ja. Also ich lebe jetzt in Berlin, aber ursprünglich komme ich aus dem Süden. Und Halloween kommt aus Hamburg. Ja, aber es ist ja kaum noch Hamburg. Aber es kommt, ich glaube, der Andi, der lebt das Ganze ja auch Teneriffa an, ne? Ja, und Valky auch. Und Andi ist eh Süddeutsche. Ja. Dani ist Süddeutsche. Also wir sind eigentlich überwiegend eine süddeutsche Band geworden. Kann man so sagen, ja. Mit Hamburger Wurzeln. Mit Hamburger Wurzeln, ja. Ja, super. Das waren erstmal die Fragen, die ich an dich hatte. Möchtest du unseren Lesern vielleicht noch irgendwas mit auf den Weg geben? Ja, unbedingt sogar. Also ich finde es gut, dass ihr Leser habt, dass es die gibt. Ich finde es immer wieder schön, auch so einen Generationenwechsel im Publikum zu sehen. Also ich weiß noch, als ich in die Band kam am Anfang, war sehr viel älteres Publikum da. Es sind jetzt sehr viel jüngere da. Das seht ihr bei euren Lesern bestimmt auch. Es sind sehr viele jüngere Leute, die sich für Metal interessieren. Und da bin ich sehr froh drüber. Das, oder kann ich auch im Namen der Band sagen. Da sind wir sehr froh drüber. Und ja, wir hoffen halt einfach, dass wir weiterhin den coolen Support haben. Wer sind denn heutzutage eure Fans, wenn ich einfach mal gerade nochmal frage? Sind das noch die von gestern oder sind das jetzt wirklich mehr die Jüngeren? Nee, wie ich gerade gesagt habe, also es findet schon so ein Generationenwechsel statt und gleichzeitig ist es aber auch so, dass natürlich jetzt kommen die Väter mit ihren Söhnen oder Töchtern zum Konzert. Ja. Ne? Das ist natürlich schon cool, also schön zu sehen. Ja. Und dass das so in der Familie quasi über Generationen geht, diese Musik oder das Metal so eine Musikrichtung geworden ist, die echt kein Alter kennt. Das finde ich ziemlich cool, das war früher anders. Ja, früher haben das nur die ganz Jungen gehört und dann die Alten konnten nichts damit anfangen und jetzt sind die ganz Jungen älter. Und ich kann mich noch ganz gut dran entsinnen, also meine Mutter, als das bei mir damals anfing, die sagte, oh Junge, wie rennst du denn rum, lange ja, Haare? Ich weiß, in Franken würde man sagen, ja, das schlaft immer, ja, das bummert immer. Das bummert immer. Ja gut, jetzt okay. Deiner schaust aus mit deiner langen Haar und aus der Hosen hängt der Ratz raus. Das ist okay. Meine Oma immer, kannst du fein näher deine Hosen, wenn da ein Loch drin ist. Also du hattest früher auch so eine richtige Heavy-Metal-Kutte und... Nein. Ich hatte das nicht, aber ich habe die abgetragenen schwarz-weiß gestreiften Hosen von meinem Onkel getragen. Der hatte diese dünnen, diese Stretch-Hosen, ne? Ja. Die habe ich mit 13, 14, als es für mich losging, so mich dafür zu interessieren, habe ich das getragen. Ne? Wollte ich natürlich nicht, auch, wollte ich auch identifiziert werden. Ne? Aber ansonsten muss ich echt noch sagen, das finde ich heute ein bisschen schade, dass das so ein bisschen militant geworden ist. Also ich gucke so auf so einem Festival auch, du guckst von der Bühne runter und die sehen alle gleich aus. Das finde ich ein bisschen schade. Früher war man da ein bisschen, war ein bisschen kreativer, da hat man sich die Klamotten noch selber zerfetzt und auch selber wollte besonders aussehen. Das finde ich heute ein bisschen schade, dass man quasi Metal-Mode kaufen kann. Ja, so wie ich. Ist das Metal-Mode? Nein. Ich weiß es nicht. Das ist die für ältere Herren. Okay, ja. Für fast von verstehe. Nee, der technische Frisur. Mach was draus. In dem Sinne, Sascha, ich danke dir, ne? Alles Gute für die Tour. Danke. Liebe Leser, das war Sascha Gerstner von Halloween und ja, ich habe gleich nur das Vergnügen, den Jungs zuzugucken, um mal denen nochmal näher auf die Finger zu schauen. Ich mache ein paar Fotos und ihr könnt dann zugucken. Bis dahin. Ciao.